Hallo, ich darf diesen Kanal und mich erstmal vorstellen. Ich bin jetzt seit vielen Jahren, ich glaube es sind mehr als 15, als Senior Consultant für eine Wiener Unternehmensberatung tätig. Ich bin und war da in vielen Projekten eingeteilt, die sich sehr, sehr oft mit Themen wie Risiko, Zinsen und so weiter beschäftigt haben. Die Firma ist unter anderem darauf spezialisiert, große Finanzkonzerne, besonders Versicherungen und deren Risikomanagementabteilungen mit Dienstleistungen zu unterstützen, mit Know-how zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel das Privileg gehabt, mit einem ganz tollen Mathematiker, der leider zwischenzeitlich bei einem Unfall verstorben ist, ein Modell zu erstellen, das für einen großen Versicherungskonzern das Eigenkapital für die nächsten Jahre simuliert. Wir haben uns also angeschaut, wie entwickeln sich die Immobilien im Portfolio, die Firmenbeteiligungen, die Anleihen, die die Versicherung hält, unter der Annahme, dass die Zinsen steigen, die Zinsen fallen, die Inflation steigt, die Inflation fällt, die Löhne generell steigen oder das Wirtschaftswachstum einbricht oder umgekehrt, dass es einen Schock, eine Wirtschaftskrise geben wird. Und insbesondere, also wir haben da hunderttausende Simulationen gemacht und haben uns dann ganz genau angeschaut, was passiert, wenn zum Beispiel dieser und dieser und dieser Effekt zusammentrifft oder wenn das passiert oder wenn, und haben uns dann das analysiert und genau angesehen. Ich war auf der anderen Seite auch daran beteiligt, die Risiken in verschiedenen Modellen für große Versicherungen abzubilden. Da geht es zum Beispiel um Flutkatastrophen, um Erdbeben. Also im Versicherungsbereich ist immer relativ unkritisch, wenn etwas jedes Jahr passiert, so wie Autounfälle. Die kann man dann relativ gut abschätzen, wenn man die Zahlen der letzten Jahre kennt, wie viel das nächstes Jahr sein werden. Ganz anders sind das eben wie zum Beispiel Erdbeben, die vielleicht einmal 15 Jahre überhaupt nicht eintreten. Wenn sie dann aber eintreten, sind möglicherweise gleich 10.000 Häuser betroffen. Dafür muss dann eben eine Versicherung Eigenkapital vorhalten, wo wir eben auch geschaut haben, wie sich dieses Eigenkapital in verschiedenen Szenarien so entwickelt und wie viel in verschiedenen Szenarien eigentlich an Zahlungsverpflichtungen da sind. Ich habe dann auch das Vergnügen gehabt, mit einigen ganz tollen Mathematikern gemeinsam, ich bin allerdings kein Mathematiker, ein Modell zu erstellen, woraus dann das erste partielle interne Modell für die Solvency II Eigenkapitalvorschriften herausgekommen ist, das von der Finanzmarktaufsicht in Österreich auch abgenommen wurde. Dieses Modell, diese Software, die wir damals erstellt haben, ist heute in mehr als 20 großen Versicherungsgesellschaften in Mittel- und Osteuropa im Einsatz. Ich war auf der anderen Seite aber auch im Gutachterbereich tätig, habe Bilanzgutachten erstellt, wo wir geschaut haben für zukünftige Risiken, für Zahlungsverpflichtungen, die eine Firma eingeht, ob dafür in der Bilanz auch ausreichend und rechtzeitig Sorge getragen ist. Auch dabei ging es ganz, ganz viel um die Annahmen von Zinsen, von Zinskurven, weil beim höheren Zinssatz hat man einfach für eine zukünftige Zahlungsverpflichtung noch relativ viel Zeit, dass sich Zinsen ansammeln können. Wenn der Zinssatz jetzt niedrig ist, dann muss der Barwert jetzt schon, also das, was jetzt in der Bilanz ist, schon deutlich höher sein. Ja, ganz anders, in einem ganz anderen Bereich war ich auch noch öfter dafür zuständig, für staatliche Stellen abzustätzen. Was passiert zum Beispiel, wenn die oder die politische Maßnahme erfolgt? Was bedeutet das fürs Budget? Wie viel Geld muss dafür vorgehalten werden? Also zum Beispiel, wenn die Sozialversicherung eine zusätzliche Leistung ihren Versicherten erbringt, mit wie viel Kosten muss sie dafür rechnen? Nebenberuflich bin ich auch noch als Journalist tätig und mache Wirtschaftsanalysen für verschiedene Zeitungen. Ich mache das unter dem Pseudonym Christoph Seitzer. Dieses Pseudonym werde ich auch für den Kanal hier verwenden. Ganz einfach deswegen, weil sich meine persönliche Meinung, die ich hier wiedergeben werde, nicht notwendigerweise mit der Firmenmeinung, für die ich tätig bin, deckt. Und wenn ich Gutachten im Bilanzbereich erstelle, dann habe ich einfach gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Privat habe ich vielleicht eine andere Meinung und deswegen die Trennung und das Pseudonym. Unter dem Pseudonym Christoph Seitzer sind also schon viele Zeitungsartikel erschienen, zuletzt zum Beispiel im Oberösterreichischen Wochenblick, wo ich mich mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt habe, oder zu Jahresbeginn im ECAP, das ist die Zeitschrift der österreichischen Landsmannschaft, wo ich über Inflationsrisiken geschrieben habe.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich in letzter Zeit immer mehr Leserbriefe und E-Mails ansammeln, wo es um die Frage geht, wie bringe ich eigentlich meine Ersparnisse, wie bringe ich das, was ich angespart habe, über eine eventuelle Wirtschaftskrise, wie kann ich es sicher vor Inflation anlegen. Und auch im privaten Bereich ist das eine Frage, die in letzter Zeit immer öfter an mich herangetreten, mit der immer öfter an mich herangetreten wurde. Und deswegen habe ich mich entschlossen, hierzu ein paar Videos zu machen und hoffe, dass sie dem einen oder anderen helfen können. Ich möchte aber auch gleich sagen, dass ich kein YouTuber bin und auch keiner werden möchte. Ich habe also kein teures Equipment, nehme das hier mit meinem Handy auf, werde das auch nicht aufwendig schneiden oder irgendwas. Ich glaube aber, dass ich inhaltlich recht gut weiß, wovon ich rede und hoffe, mit meinen Informationen dem einen oder anderen ein bisschen dabei zu helfen, selbst über seine Finanzen nachzudenken und in einer immer schwierigeren Zeit so zu handeln, dass man das, was man sich erarbeitet hat, später auch genießen kann. Ja, also ich hoffe, dass die Informationen für den einen oder anderen hilfreich sind und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video.